Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Im Hintergrund höre ich gerade schon Schüsse. Wir befinden uns auf dem Community-Server. Alles in der Beschreibung. Ich packe auch nochmal den Namen in die Kommentare, meine lieben Freunde, auf der neuen Custom-Map Badlands. Und ich kann einfach nur sagen, kommt einfach mal auf den Server, der ist für alle offen. Es macht mega Bock. Es gibt Fraktionen, die werden zwischendurch gewechselt, ergänzt, vergrößert. Und auch Events sind geplant, also spielt Leute, spielt und kommt drauf. Und vielleicht kriege ich den einen oder anderen ja vor die Flinte. Let's go. Okay, ich höre zwar keine Schüsse mehr, aber die kamen irgendwo von vorne rechts. Und da werde ich jetzt so erstmal hingehen. Ich glaube, ich habe gerade einen hier oben auf dem Dach gesehen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Nee, eingebildet. Oder ich hoffe. Auf jeden Fall war hier einer in der Nähe. Bullenwache. Ich hoffe jetzt einfach, dass hier gutes Loot ist. Komm schon, gib mir irgendwas. Revolver nehme ich auf jeden Fall auch erstmal noch mit. Machete. Ernsthaft zweimal am Bogen. Oh. Egal. Jetzt kann ich mich auf jeden Fall schon mal verteidigen. Allerdings habe ich jetzt eher an so ein Sturmgewehr gedacht. Handschuhe. Ich glaube, ich gehe nach oben direkt nochmal gucken, wenn überhaupt. Schüsse, Schüsse, Schüsse. Irgendwo von links. Vielleicht hier. Irgendwo links. Keine Ahnung wo. Aber ich habe die doch gehört. Gut. Spinne. Mitleid. Okay, kann die weg. Kann man auch erstmal behalten. Machen wir das so. Okay, weiter geht's. Ich gehe einfach nach links auf, wenn von da die Schüsse kamen. No risk, no fun. Automatik-Schrotflinte. Ja, das gefällt mir doch schon eindeutig besser. So, 8 Schuss. Geht da noch mehr? 8 Schuss. Okay, einer mal auf Reserve. Huhuhuhu. Okay, jetzt kann auf jeden Fall der Nahkampf losgehen. Im absoluten Nahkampf raste ich jetzt richtig aus. Scheint mir fast, als ob hier jemand war. Im Blau.
Ja, komm, wir heben uns ab. Zack. Oh Gott, das Gewitter. Macht das aber nicht gerade einfacher. Hier war einer. Die ganzen Sachen sind durchsucht. Das heißt, von hier kamen auch die Schüsse. Oh Gott, ich kann mir ins Häuschen. Okay, hier liegt mir Mod 16. Ich muss mich von der Tor trennen. Die bringt einfach mehr. Gerade im Nahkampf. So. Let's go. So kann es weitergehen. Weil wenn ich wirklich mal in die Situation komme, dass es zum harten Fight kommt. Oder. Keine Munition, schade. Dann will ich auf jeden Fall nicht so dastehen. Kann man erstmal behalten. Bandage. Brauchen wir nicht. Nehme ich mit. Okay. Gib mir besseres Loot, Bro. Gib mir Top-Loot. Guckt wird am Ende. Okay, hier bin ich auf jeden Fall relativ gut getarnt. Eine AK, ne? Oh, shit. Eigentlich muss ich die AK nehmen. Führt keinen Weg dran vorbei, auch wenn ich für die hier mehr Munition habe. Ich nehme die AK. Oh, yes. Okay, dann den Pulli. Den will ich noch eben tauschen. So. Nice, auch noch ein Hunting Scope. Der kann weg. Okay. Oh, so kann es weitergehen. So kann es weitergehen. Nice, ey. Ich kletter hier gerade so ein Gebäude ganz an der Seite hoch, über die Treppen, übers Gerüst. Ich glaube ja, man kommt ganz oben aufs Dach. Und von da habe ich über die ganze Stadt eigentlich. Oh, wieder rote Sneaker. Oh mein Gott, hier oben ist auch noch richtig was. Habe ich einen richtig krassen Ausblick und kann gucken, ob ich irgendwelche Gegner sehe. Und wenn ja, habe ich durch die Sniper hier auch schon einen richtig krassen Ausblick. Ja, krass, da ist sogar Militärpoint oben noch auf dem Haus. Und guckt euch an, wie hoch wir sind. Hier muss man uns erstmal sehen. Aber ich kann ultra gut und ultra weit gucken. Perfekt. Jetzt oben drauf stehen noch komplett hinten Militärzelte. Ich glaub's ja nicht. Optic Scope. Ja, shit, kann ich jetzt gerade leider gar nicht gebrauchen. Hätte ich vielleicht doch lieber mal nicht die AK nehmen sollen. Ich weiß es noch nicht. Okay, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Boah, noch eins. Brauche ich auch nicht. Okay, weiter geht's. Nochmal hier in das Zelt. Okay, es lohnt sich also doch, die Map immer noch ein Stück weiter zu erkunden, bis man wirklich am Ende ist. Ist mir jetzt schon öfter aufgefallen, dass überall recht gute Sachen sind. Fernglas. Oh yes. Nehme ich auch direkt nochmal mit, dann kann ich damit nämlich nochmal mein Fernglas reparieren. Repair. Zack. Kann weg, kann weg, kann weg. Okay. Wo sind die Gegner?
Ich sehe keinen. Okay, Freunde, da hinten kommt gerade der erste Airdrop oder das erste Flugzeug runter. Ich habe nicht genau gesehen, was es war. Ich habe nur gehört, das, was abstürzt. Ich werde auf jeden Fall versuchen, den zu looten. Aber ich glaube, ich werde auch nicht der Einzige sein, der dahin fährt oder rennt, wie auch immer. Let's go. Rennt es, aber ich glaube, da ist einfach nur die Straße. Ich weiß nicht genau, wo es runtergekommen ist. Nee. Oh shit. Wo ist es? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube auch nicht, dass das Flugzeug war. Aber irgendwo hier in die Richtung. Das Problem ist, hier werden auch andere sein. Okay. Hier geht's nicht weiter. Heißt, es ist nur der Heli oder wie oder was? Da hinten dampft's auch, da auch da kann's runtergekommen sein oder da. Shit. Oh, hier ist ein kleines Cave. Ah, ist auch wirklich nur klein. Schade. So. Der fährt hier vorbei. Da unten ist er. Kommt er hier oben entlang? Nein, hau nicht ab, hau nicht ab. Irgendwo links. Okay, ich habe noch ein Cave. Holy shit. Okay. Okay. Shit, ein richtiger Bunker. Oh Gott. Oh shit, wie gruselig. Hier geht's wieder raus. Oh man. Ups. Upsala.